Die Vereinten Nationen feiern heute ihren 75. Jahrestag. Die mit Spannung erwarteten Reden der Präsidenten Russlands und der USA, Putin und Trump, fielen unspektakulär aus. Jeder setzte sich ins rechte Licht und sprach relativ Belangloses. Etwas, was man auch in Jahren ohne besondere Ereignisse hätte erwarten können. Man merkte beiden an, dass sie sich nicht in die Karten gucken lassen wollten. Verbale Absichtserklärungen, deren Inhalt jeder interessierte Mensch auch selbst hätte benennen können. Auch aus deutscher Sicht gab es nichts Nennenswertes und das in keine Richtung. Bundeskanzlerin Merkel muss weiter auf eine gewünschte Aufwertung der Position unseres Landes warten, die Bürger auf Neues zu ihrem Status. Was die bilateralen Beziehungen zwischen Amerika und Russland angeht, vermuten wir, dass Wesentliches intern verhandelt wird. Ergebnisse hierzu werden wahrscheinlich nach der US-Wahl öffentlich werden. Ob dann eine politische Bombe platzt oder alles weitgehend im Verborgenen abläuft, lässt sich noch nicht sagen. Was man aber sagen kann, es wird mit Sicherheit eine andere Welt sein als bisher. Wir glauben, es wird durch beide eine bessere Zeit für alle Menschen anbrechen. Schönen Dank fürs Zuhören. Bitte einen Daumen hoch, die Glocke betätigen, abonnieren. Freunde, bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.